Deswegen habe ich mir es bequemer gemacht, dann muss ich es nicht halten. Großartig. Ich also, habe auch einen roten Schal dabei, guck mal. Aha, der ist Sofa-rot. In Stuttgart, ja, für das Sofa. Sofa, so gut. Sein schöner roter Schal. In Stuttgart weiß ja jeder, was der rote Schal bedeutet. Ja, natürlich. SPD. Achso, ja, ja, das kann natürlich sein. Ja, klar. Gibt es die noch? Ich glaube nicht, aber den habe ich extra auch mitgebracht. Ach so, ja, ja. Ja, wieso? Für den sieht es doch gut aus, eigentlich, ja, im Großen und Ganzen. Wenn wir gerade dabei sind, ja, ich sag mal, hat Freiburg eigentlich in der Saison schon gegen Stuttgart gespielt? Weiß ich gar nicht. Verstehe ich nicht. Ich interessiere mich gar nicht so für Fußball. Ja, wahrscheinlich spiele die erst noch. Seit Jogi Löw, und der hat sich auch schon nicht für Fußball interessiert, habe ich mir es auch abgewöhnt. Ganz klar. Ja. Klar. Nee, also zunächst einmal ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid, weil mir wollte eben sagen, es ist bis auf den letzten Platz besetzt und es ist, glaube ich, nicht mal der letzte Platz mehr frei. Mhm. Oder ist da vorne noch? Doch, da ist er noch. Aber da kommt noch jemand. Dann ist tatsächlich. Sehr schön. Wer von denen ist jetzt zahlreich erschienen? Ich. Achso, weil da sitzt immer nur eure Frau oder euer Mann und der geht zahlreich. Ja, ja, klar. Ja. Aber zahlreich ist es ja nicht, ist ja umsonst heute. Ja, auch noch. Das wollte ich überhaupt mal fragen. Sind Sie hier, weil es umsonst ist, weil Sie es interessiert oder weil Sie es interessiert, uns umsonst ist? Oder, genau. Oder haben die alle mitmüssen? Also ja. Bei mir ist Letzteres auch klar. Ja. Wir sind ja auch umsonst da. Ah ja, eben. Genau. Ja, das ist sehr super. Schön. Naja, aber bei dem Wetter, was willst du denn auch sonst machen? Ja. So klar. Du bist mit dem Auto gekommen. Ja, freilich. Es ging jetzt gar nicht anders. Ja. Ich habe gehört, Autostadt Stuttgart bis Bahnstadt, ich dauert es noch, habe ich gedacht, jetzt mach's mal, stellst dich rein. Und es hat auch funktioniert. Ja. Also. Das war eine Fangfrage, weil ich bin auch mit dem Auto gekommen, wir haben währenddessen telefoniert miteinander. Und wer singt da eigentlich die ganze Zeit? Das ist wunderbar, gell? Da hat jemand den Knopf gedrückt, gell? Ja. Hat ganz viele Knöpfe. Mhm. Okay. Ist gleich vorbei. Ist ja wunderschön, ich will das nur würdigen. Das Ich habe auch vorhin beim Loriot den Knopf gedrückt, das geht auch 10 Minuten. Ich wollte es einfach nochmal sehen. Vorne am der Feueralarm würden wir erkennen. Also nee. Mit dem Auto durch Baden-Württemberg und Großraum Stuttgart, du kommst ja jetzt aus Baden-Baden hierher. Ich bin quer über den Schwarzwald. Das gefahren. Ist schon ein großartiges Erlebnis, weil das Spannende ist, welche Umleitung gilt die wo? Ja, ja, klar. Also von da, wo ich kam, bin ich durch 6 Kreise durchgefahren, bis ich jetzt hier bin. Und es waren 4 Umleitungen. Ja, aber das ist doch... Ja, aber der Rest war Stau. Ja, aber du hast noch geschafft rechtzeitig. Ja. Das ist, weil heute schon Donnerstag ist. Wir haben nämlich am Montag telefoniert und gesagt, Mensch, gut, dass du schon im Auto sitzt, weil du musst am Donnerstagnachmittag irgendwo in der Nähe von Stuttgart sein. Das hat tatsächlich geklappt. Also insofern. Du machst das wie die Formel 1-Fahrer. Ich fahre die Strecke ein paar Mal ab, ja, damit du die... Schwachpunkte, das die Strecke ja, dann sehe gehen die zu Fuß vorab und memorieren und dann im Kopf, wo dann was ist und so weiter. Die haben jetzt auch überall gesagt, dass der Donnerstag jetzt eigentlich der Freitag ist. Also wie ja 60 die neue 40 sind, ist der Donnerstag der neue Freitag, weil freitags alle im Homeoffice sind. Aha. Bist du morgen auch im Homeoffice? Nee. Nicht? Leider nicht. Witz, aber wo du schaffst echt? Ja, ja, bei mir ist es ja so, dass man dummerweise in dem Funkhaus, dass die Studios noch drin sind und man dann, wenn man dann ins Studio muss und einen Sketch aufnehmen oder irgendwie dumm schwätzen als jemand anderes, dann mache ich das. Ich könnte es zwar auch im Home Studio, aber das wäre dann Home Studio und nicht Home Office. Ja. Aber im Prinzip bin ich lieber auch gern dann tatsächlich im Funk, weil das da eh schon eingerichtet ist und alles. Frag mich dann, ich weiß jetzt nicht, ob heute Rentner da sind. Ja. Außer dir keiner. Nein, ich frage ja halt, verstehst du? Weil man soll ja vom Aussehen nicht aufs Alter schließen, weil sie alle viel jünger aussehen. Der war gut, gell? Der war klasse. Nein, ich wollte mal fragen, ist man als Rentnerin oder Rentner auch im Homeoffice? Kann man? Ich habe diese Frage, vor 2 Wochen haben wir die gewälzt, ob man da Urlaub machen kann oder nicht. Ich habe dann direkt gegoogelt, dass das eigentlich Urlaub, der Begriff, dem Arbeitnehmer eigentlich nur zusteht. Mhm. So steht es. Per Definition ist der Urlaub ein Erholungsausgleich, um von der Arbeitszeit quasi abzulenken. Oder halt die, weißt du, wie ich meine? Okay. Und dass man das natürlich dann später, wenn man nicht mehr quasi dann Vollzeit arbeitet, ob man dann überhaupt noch urlauben kann. Ja. Aber man kann reisen. Und das ist ja doch schöner. Also mir hat ja schon einer erzählt, dass bei ihm jemand geschafft hat, der ist krank und will jetzt währenddessen Urlaub machen. Aha. Und will dafür Urlaubsgeld. Fand ich klasse. Ob es geht? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das geht. Ja, du hast halt doppelt. Du kriegst das normale Gehalt. Ach so, hast du gemeint. Und dann noch. Sport? Ja.
Ja? Keine Ahnung, was der da macht. Ist ein Schwab. Du, bevor wir weitermachen, ich würde gerne noch mal ein bisschen über Loriot reden. Ja, also das war eigentlich sowieso die größte Ehre überhaupt auf diesem, mittlerweile wirklich durchgesessen, und wir werden auch noch, nee, es ist ja wirklich, deswegen steht da auch bitte nicht drauf, weil das ist wirklich hey und nicht aufgepolstert. Ja. Also das ist schon, aber der Viktor von, Gell, das ist heftig. Schandbeibenbohrfall. Nee, es war aber sofa nicht meine Rücke, aber es ist tatsächlich nicht mehr seitdem geändert worden, und er war auch nicht so schwer. Das muss man. Nee, und er ist ja auch nicht zu zweit. Und auch nie selten. Ja. Wobei, ich hatte nicht auch mit Frau Hamann als mal, da warst du jetzt die Frau Hamann eigentlich wahrscheinlich. Wahrscheinlich. In dem Fall spielst du nichts. Ja, die ist bestimmt kein VfB-Fan. Also das ist mit den Schals, ich weiß auch nicht. Ja gut, kommt jetzt der Winter wieder. Wenn du jetzt also an deine Komiker-Geschichte, dein Werdegang oder so, denkst, was für Rolle hat für dich Loriot gespielt? Also zumindest, wenn es um Handwerk und Präzision und Hinschauen geht, die größte Vorbildfunktion, auch wenn ich dem nicht immer gerecht werde, aber ich meine, ich bin jetzt, weil er gesagt hat, wir sind gleich alt, das sind wir natürlich nur bedingt, aber in meiner Jugend, wobei den kennst du wahrscheinlich auch noch aus der Jugend, weil Loriot schon noch viel früher als Cartoonist unterwegs gewesen. Es gab ja nur die großen vier. Also ich meine Hallervorden, Klim Bim, Otto und Loriot. Ne? So in den 70er. Also wenn derzeit als Jugendliche sich den Kassettenrekorder vor den Fernseher gestellt haben, um irgendwas mitzuschneiden. So einer war ich. Aber in dem Fall bei Loriot war es eher so, dass er damals ja schon irgendwie ja auch Literat war. Und es gab die Sachen als Bücher. Noch bevor diese ganze DVD-Sammlung und alles kam, die man natürlich dann irgendwann mal gekauft habe. Aber irgendwo war immer ein Loriot-Buch. Die gesammelten Werke und diese und Sketche waren es wert, auch entsprechend aufgeschrieben zu werden, und auch einfach auch beim Lesen haben die Spaß gemacht. Und die, wie gesagt, die Fernsehproduktion oder die, was es ja uns erhalten ist, ist so präzise und so exakt, und das ist eigentlich Vorbild für alles. Ich denke dann immer manchmal, oh, jetzt muss man doch mal, man hat die Zeit heute nicht mehr, um dann, die hatte bestimmt einen Haufen Zeit und auch Geld verbraucht, um dann Tage oder Wochen lang irgendwelche Sachen zu inszenieren, aber das macht heute auch keiner mehr, aber es ist irgendwie Vorbild für Perfektion, ja, für also Exaktheit. Ich finde schon mal, ich habe mir so etwas angeschaut, seinen Werdegang, der hat ja, glaube ich, 52 oder hat er angefangen, also 1952 Karikature zu zeichnen und hat damals an den Stern irgendwas geschickt. Ich habe die Zeichnungen gesehen, die sind absolut genial, da sitzen Hunde in Strandkörben. Und vorne spielen ganz kleine Menschen im Sand, und der sagt dann, es ist halt toll, wenn sie ein bisschen Auslauf haben, fand ich großartig. Und dann haben die Leser sich so aufgeregt, dass also der damalige Chef vom Stern gesagt hat, dieser Mensch darf nie wieder für den Stern arbeiten und was schreiben. Es hat auch wirklich lange angehalten, nämlich bis 1953, also ein Jahr, dann haben sie ihn wieder verpflichtet, weil er so erfolgreich war. Das gönne ich dem Stern Konrad Kujau gerade nochmal. Ja, genau. Er war auch ein guter Zeichner. Ja, auf jeden Fall. Guter Schreiber und Zeichner. Nee, was mich an Loriot so fasziniert, erstmal hat er ja Zeichnen studiert, unfassbar gut. Das denkt man gar nicht so. Was ich so irre finde, ist, dass er zum einen durch die Karikatur Komik in Bilder bringt, weil das wirklich schwer ist, in ein, zwei Bildern so zu treffen, um welches Thema es im Augenblick geht, oder das dann auch entsprechend witzig zu machen. Dann der nächste Schritt, dass er das in bewegten Bildern gemacht hat, Wum und Wendelin zum Beispiel damals, dass ein Komiker berühmt wird durch Figuren, die er zeichnet, ist eigentlich auch schon irre. Ja? Und dann hat er sich ja selber auf die Bühne begeben, hat dann auch noch Theater gespielt oder Filme gemacht. Aber was mich am meisten an ihm, da haben wir auch vorher uns noch drüber unterhalten, fasziniert, ist diese Präzision. Also wenn man Filme von ihm sieht, solche kurze wie diese, haben wir vorher drüber geredet, der Vertreterbesuch. Achso, meinst du die Videoclips aus den... Ja, die Videoclips da. Aus den gesammelten Werken quasi. Und wie lange es dauert, bis diese Präzision von so einer Szene steht. Also 10, 20, 30 Mal kurze Abschnitte geübt, dass es so perfekt ist. Und das macht ihn eben aus. Also finde ich neben allem dem Wunderbaren. Und oder die Nudel, gell, oder da gibt es ja tolle solche Sachen. Ja. Ja. Und ich denke also, dass jeder eigentlich, der zumindest mal über 50 ist. Ja, weiß, es gibt nur eine deutsche Nudel. Von ihm. Ja, zum Beispiel. Das sind ja aber auch, für mich sind es die Sprachbilder, die ich immer nicht mehr wegkriege.
die ich immer, aber das ist ja das A, ja, und alle diese kleinen Facetten, ja genau, ach was, Jodelschnepfe, Winselstute, Begriffe, die ich seitdem Hund, Nase, Schwanz, Hund von Tante Mechthild aus dem Kinofilm, Ödipussy, das sind alles Sachen, die ich nicht mehr wegkriege. Das ist immer drin. Es kommt jetzt auch immer wieder irgendwo, wenn ich einen Hund sehe, einen Mähnenhund, und der wedelt, dann ist das... Wie heißt es? Es saugt und klopft der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Ja, genau. Vor allem muss man sich das getrauen. Ich habe damals den Eindruck, dass die im Fernseher nicht wusstet, was das bedeutet. Ja, also das hoffe ich. Großartig. Also wobei, wenn die 40 Mal gemacht haben, diese Einstellung, dann ist natürlich auch, nutzt sich das auch schon ab. Ja, klar, dann kriegst du auch nicht mehr hin. Genau. Nicht mehr so mit, da hat sie was Eigenes. Ist toll. Das sind alles so, wunderbar, dass diese Dinge einfach immer noch da sind. Ne? Ein Multitalent. Was mich auch noch an ihm fasziniert als Letztes, du erwartest ja von jemandem, der zeichnet, dass er so gut Schauspiele kann. Diese, du verwandelst dich in der Stimme, er verwandelt sich durch das, wie er geschminkt ist, wie mit Maske und mit allem, und zwar so stark. Maske? Wieso Maske? Ja. War er das nicht, der diese Jimmick-Nummer auch gemacht hat? Ja, Sielmann. Sielmanns Tierleben, glaube ich. Oh mein Gott, Oder war das nicht? Sollte Jimmick, glaube ich, sein. Ja, stimmt. Ja, es sollte Jimmick sein und man hat ihn nicht erkannt. Steinlaus. Es war so, genau. Die Steinlaus, ist auch sowas. Ja, großartig. Also kommen wir doch vom einen bis, jetzt sind wir schon bei ganz kleinen Insekten. Und ich glaube, das hat bei jedem, der was Witziges schreibt, spielt, sehr viel ausgelöst, weil es wichtig ist, dass du Vorbilder hast. Also bei mir kam noch Emil dazu als Schweizer, aber die vier, die du sagtest, die haben uns nicht mal weggegeben. Ja, das war jetzt holzschnittartig. Ich bin ja sehr grob schlechtig und holzschnittartig, deswegen fielen mir die vier jetzt nur eine. Da gab es bestimmt noch ein paar mehr. Mhm. Ne? Großartig. Aber so von dem, sagen wir, von der Gebrauchslyrik eines Didi Hallervorden oder Klim Bim war ja wirklich nur Video, da gab es ja nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist schon zwischen sowas, Otto und Loriot. Das sind so hat sowas jetzt auf deine Arbeit Auswirkungen? Wenn du Loriot siehst, inspiriert dich das? Oder? Ja, eigentlich immer wieder. Das ist, ich kann jetzt nicht aus jedem Ding natürlich, weil das, klar, das ist jetzt so lange abgeschlossen, aber ich kann jetzt nicht in die Jetztzeit irgendwie, wobei Muster und Timing, also was oft im Radio eine Krankheit ist, es darf ja keine Pause, es darf ja keine Lücke entstehen. Ja. Und das muss man sich eigentlich immer wieder abschauen und sagen, Mensch, mach Lücken, mach Pausen. Und das hat er ja perfekt beherrscht, genau dieses Timing. Und da bin ich ja leider nicht so. Ja, das sagst du gerade etwas. Was mich sehr verwundert ist, dass du jetzt Aufzeichnungen von Szenen siehst, die sind 30, 40 Jahre alt und das Timing ist immer noch perfekt, weil die Zeit hat sich ja verändert, alles läuft schneller ab. Aber bei ihm ist es einfach dermaßen gut, dass das die Zeit und dieses höhere Tempo locker überdauert und immer noch so fantastisch ist. Was mir auch noch sehr gut gefällt, ist, wie er die Charaktere beschreibt. Wie er den Punkt findet, wo der Schwachpunkt dieses Charakters liegt oder wo der, gerade bei den Vertreter zum Beispiel, der eine, der den Wein bringt und sich komplett zudrängt da dabei. Ja. Und du das Gefühl hast, der macht es nur, damit er sich zuschlucken kann. Und so. Großartig. Ja. Das ist heute nicht anders. Ja. Also bei Wein, mit dem Wein befasste. Das ist richtig. Ja. Die haben halt jetzt mittlerweile halt irgendwelche nicht Mädchentraube oder sowas und die kommen dann mit internationalen Sorten und Italienern und so, aber bumm, gehört dazu. Also das ist ganz klar. Großartig, ja. Ja, das sind wir leider. Ne? Nee. Sehr schön, wir waren vorher bei der Fahrt. Ja. Genau, ja, uns hat er geklappt. Ja, was sind denn jetzt, wenn du so eine Fahrt überwunden hast, deine Themen gerade die Tage? Habe ich es Merkler vom Parkhaus nicht verloren, weiß ich nachher noch, wo es ist und finde ich da Eingang. Ja. Das sind so die Hauptthemen direkt nach der Fahrt, nach der Beendigung der Fahrt. Und am Anfang ist das Problem, findest du Ausgang. Das ist aber dann im Prinzip so, ja. Nee, aber ansonsten die Themen, du meinst diese Themen dieser Tage, zunächst mal sind wir im Haus der Geschichte, was ja wirklich ein tolles Gebäude ist, muss ich sagen. Ich war nicht mehr da. Wo du sofort siehst, um dabei zu bleiben, wichtig ist, was hinten rauskommt. Genau. Das war, als derzeit wurde Geschichte ja noch mit CH geschrieben. Ja. Aber der meinte ja, sah am Fortgang auch, das ist das, was beim Bürger ankommt, was hinten rauskam. Ja. Das haben wir ja damals sehr schon schön, gehabt. Ja. Wenn man hier, da gibt es ja dann auch wieder, wenn du aus der Geschichte lernen heißt, dass sich manche Dinge nicht verändern.
Ne? Das ist immer noch so. Ja. Ja. Gut, ja, von Kohle hat man schon lange nichts mehr gehört. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Das ist, ja. Also weißt du, wenn man so grob schwäbisch ist, wenn man wichtig ist, dass hinten rauskommt, hätte man auf Schwäbisch gesagt, ein Arsch bleibt halt ein Arsch. Verstehst du? Aber das darf man das ist ja fast auch bei seinen Aufzeichnungen. Das ist dann zu unterhalb der und deswegen würde ich sowas nie sagen. Richtig. Richtig. Man muss da einfach auch wissen. Das ist übrigens, was Loriot auch gut konnte. So diese Gratwanderung, kurz bevor es kippt, in die andere Richtung wieder zu gehen, aber jeder weiß genau, was er meint damit. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Wir hatten es gestern, man muss es schon erklären, wir telefonieren dreimal in der Woche miteinander und zeichnen das auch auf. Und damit wir uns erinnern, weil es ist ja schwierig, gell? Sonst weiß ich ja hinterher nicht mehr, was man gesagt hat. Gestern hatten wir es davon, von einer Nachricht in der Stuttgarter Zeitung, die uns beide begeistert hat. Der stand drin. Er liest ständig Stuttgarter Zeitung. Ja. Er weiß jeden Artikel, jede Kleinigkeit. Ja, man muss ja die beste Zeitung lesen. Ich habe das Gefühl, als hättest du sie abonniert. Die es in Stuttgart gibt. Ach so. Also ja, der stand drin, sie hätte jetzt rausgefunden, dass die Elektroautos vor allem dort zu finden sind, in Wohngegenden, wo die Leute mehr Geld hin. Ach. Ah ja. Und das fand ich schon sehr... Wenn die rausgefunden, ja. Jetzt sag bloß. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass es dort mehr Strom hat. Ah ja, also wenn es dann auch noch kombiniert ist mit einem Hausdach und einem Ding. Also ich meine, das machst du ja nicht. Jetzt ist ja der Strom doch nicht ganz so teuer wie, aber er ist immer noch am teuersten in Europa, aber wir sind jetzt wieder irgendwie bei 35 oder 32 Cent. Es variiert. Ja. Aber in Amerika sind es 6 Cent, gell? Ja, meine Cousine hat neulich gesagt, 2 Cent hätte sie, weil die wohnt in Kalifornien. Das ist natürlich schon. Deswegen oder vorher schon? Da hätte ich schon fast sagen, was kostet so Kabel von 8000 Kilometer Länge oder 10? Ah, die hinter schon gelegt. Wo man, Netzkabel. Netzkabel. Ja. Stand also übrigens heute in der Zeitung, habe ich dir noch gar nicht gesagt, heute stand in der Zeitung, wenn du eine Stunde lang im Netz surfst. Ach, da streamen, wie viel? Gläser? 188 Watt oder so. Ja, ne? Gläser, was das bedeutet? Ja, das ist wie ein Kilometer Autofahren. Genau. Und das Blöde ist, bei den meisten modernen Autos ist der Fernsehempfang gesperrt während der Fahrt. Ja. Ne? Schwierig. Wenn man es dann könnte, man dann auch noch gleichzeitig. Weil man muss arg aufpassen, gell, dass man mitkriegt, was da. Ich habe das nicht, aber ich sage nur, dass das gibt es. Also nein, aber stell dir mal vor, wenn du jetzt die ganze Zeit daheim im Internet rummachst, hättest du auch mit dem Auto fahren können. Ja, stimmt. Gut, musst du überlegen, wonach, aber du hättest halt auch können, weil du von der Energie Ja, stimmt. Weil man steht ja dann im Stau und daheim sitzt man im Stau. Ja. Ja, quasi fand ich auch toll. Im Datenstau. Ja, apropos Stau. Das weißt du bestimmt auch, in Stuttgart ist ja ein großes Problem mit dem Feinstaub der Stau. Also muss ich schon erzählen, da darf ich ganz kurz. Folgendes passiert. Mit mal einen Trink zurecht. Da gibt es was zum Trinken, noch gar nichts. Ne? Umsonst. Stuttgart hat vor Jahren eine Feinstaubkehrmaschine gekauft für 400.000 Euro, die gebraucht kauft, weil neu wird es teuer. Und diese Feinstaubkehrmaschine fährt mit 5 Kilometer durch die Stadt und saugt und kehrt, wie heißt man, den Feinstaub auf und macht Pellets draus. Das finde ich schon mal sensationell. Ja. Also Feinstaub-Pellets. Die Frage war, wie entsteht Feinstaub? Auf das wollte ich nämlich auch raus. Feinstaub entsteht also durch Abrieb. Also jetzt von Bremse zum Beispiel. Ja. Deswegen Reifen. Sind ja Elektrofahrzeuge so sicher, weil die sind ja elektrisch, verstehst du? Aber ein Auabrieb, gell? Du willst da drauf hinaus. Also ich wollte mich jetzt nicht so genau festlegen müssen. Okay. Ja. Jedenfalls sagt man, dass die eben elektrisch sind. Und jedenfalls, wenn die jetzt diese Feinstaubauto durch Stuttgart durchfahren, muss man das ja aufkehren. Geschätzte Zahl ist 15% vom Feinstaub kommt durch den Autoverkehr. Davor sind 7, also die Hälfte davon von Diesel. Mhm. Und also Ruß und so. Ja, dann gibt es nur 70% von Privathaushalten, Ölheizung, Kohle und so weiter. Aha. Ja, und deswegen ist auch wichtig, dass die Privathaushalte nicht mehr durch die Stadt fahren. Mhm. Weil es so viel Feinstaub geben würde. Jedenfalls diese Feinstaubkehrmaschine saugt das auf, ist auch wichtig für uns, weil für die Schwaben ist der Albtraum ist Feinstaub. Du verstaubst ja quasi von innen. Mhm. Weißt du, wo sollst du da Kehrwoche machen? Also das ist schon mal schwierig. Teerwoche heißt es dann. Teerwoche. Ja. Genau, ja, du hast völlig recht. Und so helfen wir uns immer gegenseitig. Und jetzt ist das Problem, dass ja diese
langsame Fahrzeit von diesem 5 km/h, das ist knapp Überschrittgeschwindigkeit. Ja, klar. Jetzt entsteht da dahinter ein Stau. Ist ja klar, weil die andere Auto müssen langsam. Jetzt bremse die ganze Zeit. Durch dieses Bremsen entsteht Feinstaub. Und deswegen war die Überlegung, ob die Stadt Stuttgart nicht noch eine Feinstaubkehrmaschine kauft, die dann hinterher fährt und den Zustand herstellt, der da war, bevor der vordere losgefahren ist. Ja, so. Das klingt einleuchtend. Sehr schön, ja. So. Okay, doch. Das. Und die Stadt Stuttgart kriegt gerade fast Applaus. Gell? Ja, okay. Ja, das sind ja. So, wir haben es doch vorher davor gehabt. Ja. Was vielleicht noch eine Anregung wäre, hier einer der schönsten Räume, den ich vorher gesehen habe, das, also das Nachkriegsraum, da hat er mir gesagt, da ist gar nichts drin, aber genau das fand ich so toll, weil man also da noch Schilder und toll und so. Es wäre doch eine Anregung, so einen Feinstaubraum zu machen. Mit so Gläsle, wo Feinstaub, also ab 1946 bis heute. Die Gläsler des Jahres Feinstaubglas. Ja, oder auch aus verschiedenen Städten oder Regionen. Wäre doch schön. Also ich meine mich zu erinnern, ich glaube in Borkum und dann oder irgendwo beleuchtet, Museum, überleg mal. Da gibt es Meeressand, kleine Proben von jedem Strand oder Sandstrand auf der ganzen Welt zusammengetragen, hat irgendein Freak zusammen. Und sowas könnte man natürlich mit Feinstaub auch machen. Dass man es vielleicht auch mit zum Aufmachen und zum Inhalieren. Und dahinter noch mit Luft, dass du die Originalluft im Vergleich zum Feinstaub hast. Genau, ja, genau, sowas. Worauf wolltest du jetzt genau raus? Keine Ahnung. Okay, das. Okay. Fragst du mich wieder Sachen? Nee, weil du es ja eben gesagt hast, Elektroauto und das hast du in der Zeitung gelesen. Ja, das ist ja dann eigentlich. Oder hat das mit Feinstaub zu tun, dass die mit Kohle die Elektroautos fahren? Das passt ja eigentlich, war nicht ganz zusammen. Ja. Also, wenn die Kohle so viel Feinstaub. Man hat ja die Leute vor allem überredet, dass sie mit Elektroauto fahren, weil dadurch der Feinstaub. Wenn man da nicht bremst, also aber es ist, glaube ich, so, wenn man nur 5 km/h fährt, dann hast du am wenigsten Abrieb, weil dann musst du nicht groß bremsen und dann wird das alles nicht groß belastet. Und glaub, das ist eigentlich das Beste im absoluten Nierli-Standgas, so das doch. Völlig richtig. Die Frage ist, ob du bei 5 km mit dem Auto überhaupt noch reinhuckst. Du hast ja schon weniger Abrieb, das ist schon richtig, aber wenn du läufst. Ja. Das wäre. Du bist dann, ja schneller wie da der. Da musst du gucken, mit was du laufst. Da kannst du ja über die Wahl der Sohle vielleicht auch schon beeinflussen, wie viel du Abrieb natürlich dann dabei brauchst. Also mit jedem Fuß in den Smart und dann durch die Stadt laufen. Zum Beispiel. Ja. Deswegen heißen die auch Elefantenrollschuh. Echt? Die Autos. Wusste ich früher. Gar nicht. Also die erste Generation. Im Ernst? Die hatte den Spitznamen Elefantenrollschuh. Großartig. Ja, wegen dem Bügel und was das sah dann so aus. Das hat man jetzt mittlerweile auch verändert. Klar. Ja. Aber mein Traum ist wirklich dann beim Autofahren in einfach autonom Level 4, dass das Auto allein fährt und sich in den Stau stellt oder irgendwo hin und man da gar nichts mit zu tun hat mehr. Das wäre eigentlich die. Das finde ich gut. Ja. Also ich habe hab ihm gerade erzählt, was mir Sonntag passiert ist mit meinem Auto. Also ein Hybrid. Und ich gebe Gas und es kam keins mehr. Weil ja kein Gas drin ist auch in dem Ding. Nachts nur Strom oder halt. Ja, eben nachts um 12:30. Auf der Reeperbahn nicht. Dann ADAC angerufen, dann sehe ich, was fahrt sie auch so ein blödes Auto? Aber das sind ja auch mit Strom, weißt du? Ja. Dann hat er mir 1,5 Stunden später abgeschleppt. Ich habe von meiner Frau eine angerufen, ich sage, bring mir einen Tee und eine Decke vorbei. Sagst du, warum? Du ruf mir an, wenn du fertig bist. Sage, aber es ist jetzt schon kalt. Weißt du, das Auto heizt ja nämlich. Gell? So. Ach so, das kommt ja dann alles nicht mehr. Neues Getriebe. Ja, Elektro halt, verstehst du? Alles, weil das ist ja alles miteinander alles verbunden. Ja. Das ist ja dann, muss man dann alles halt auch rausmachen. Ich habe gesagt, ich nehme in Zukunft eine Steckdose mit, dann passiert mir das nämlich, wo du überall einfach schön da schließt. Mobile Steckdose, sage ich immer, genau. Ein Freund von mir war vor kurzem auf der Autobahn, musste aufladen. Da waren da 4 Ladestationen, eine war belegt und die andere 2 kaputt. Ja, das ist doch gut. Ja. Willkommen in Germany. Das ist aber eigentlich normal, das geht mir auch immer so. Das ist, obwohl ich das auch eigentlich mit dem Hybrid ganz gut finde, weil ich das ja auch mache und sage, okay. Hast du auch einen Hybrid? Ja, aber der bisher ist schon noch nicht hingegangen. Ja, hast du schon mal hybridisiert, also mit hast du überhaupt Stromleitung? Ja, vom Dach der Strom für ins Geschäft und aber für längere Strecken dann halt mit dem Diesel. Sehr schön. Es geht, manchmal. Ja. Darf ich noch schön sagen, was der mit dem ADAC gemacht hat? Was hat er gemacht? Der hat mich am Telefon, hat er mich abpfiffen und hat gesagt, ja, das ist ganz einfach, wenn ihr Auto nicht mehr anspringt, dann kriegt der jetzt gerade keinen Strom. Machen Sie einfach mal Ihr Motor aufnehmen, 10-10er-Schlüssel und dann sage ich Ihnen, wie Sie eine Überbrückung von Ihrer Batterie zu dem Hauptstartding machen können. Ich sage, nein, das mache ich nicht. Wenn da was kaputt ist, doch, machen Sie neu. Wenn es nicht gemacht, dann kam der. Dann ist also, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das geht. Machen Sie mal den Motorhaube auf, ich mache die auf. Der klappt den Deckel hoch, steht davor, guckt mich an und sagt, was soll das? Sag ich, wieso? Wo ist da die Batterie? Habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja, aber der muss doch einen haben, aber da ist gar keine, sage ich.
Das ist das. Ja, das ist jetzt, wolltest du nicht fragst mehr, du dich, warum es nicht geht. Weil, ja. Ja. Auto war so ein Stück. Also, das hat ja alles keinen Wert. Wie ist bei euch in Baden-Baden und drumherum? Schön, auch. Wir sind ja, das ist ja die Besonderheit, was hat uns zusammengebracht? Ich komme ja rechts vom Schwarzwald und eher links vom Schwarzwald, wenn man von oben auf die Karte drauf schaut. Und in Baden-Baden ist, also ich bin ja gebürtiger Baden-Badener tatsächlich, war damals der Jüngste. Wieso eigentlich zweimal Baden? Das kam mir doch schon beim ersten Mal schon, wie es heißt. Wieso? War das Baden-Baden oder wieso heißt es Baden-Baden? Nein, das kommt von der Eisenbahnerschließungszeit her, damit man zuordnen konnte, welches Baden gemeint ist, weil es nämlich, damals hieß es auch ganz klein Baden bei Baden, weil es gibt ja noch ein Baden bei Wien. Okay, in der Schweiz gibt es auch eins, weiß ich. Richtig. Ja. Und ich meine, da ist das im Aargau, also irgendwo ist noch ein, auf jeden Fall war das damals, das hat man so beibehalten. Das ist mal eine gute Idee. Also können wir da Stuttgart sagen, weil in Amerika gibt es auch nochmal Stuttgart. Ja, stimmt. Wenn man zumindest sagt Stuttgart bei Stuttgart, das müssen wir vielleicht neu bauen, draußen auf den Filtern oder so. Das gibt man ja dann neu und das wird man dann Stuttgart bei Stuttgart, also Stuttgart, Stuttgart nennen. Ja, das geht schwieriger zu sprechen natürlich, gerade so nach Sieberpilz. Stuttgart. Stimmt, der Oettinger müsste das sagen. Ich komme jetzt nicht direkt aus Stuttgart, sondern Stuttgart, weil der dann durchaus in der Nähe vom Tunnel wird und dann geht man aufstieg Richtung Ulm. Ne? Aber das ist nicht zu formulieren. Die wollte doch bei dem, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, dass die in Stuttgart einen Bahnhof baut. Ja. Und, ich glaube, viele haben ja gesagt, dass der eigentliche Bahnhof oben am Flughafen sein wird. Ja, wie in Frankfurt ist ja auch basiert, da ist Fürth. Ja am Flughafen. Fürth. Jetzt das Problem ist auch mit dem, wenn du Stuttgart da oben bauen willst, das geht nicht. Weil? Weil das zu Esslingen gehört. Oh, ein Stuttgarter kann doch niemals aus Esslingen kommen, das geht gar nicht und umgekehrt auch nicht. Deswegen geht es auch nicht da oben. Verstehst du, das ist ja alles. Blöd, dann haben wir sonst keine Flächen, wo man noch mal irgendwie was machen könnte. Das gehört halt der Esslinger. Jetzt ist es ja egal, jetzt ist es ja gemacht, ist ja jetzt auch. Und erst dahin die Stuttgarter gemerkt, dass die Esslinger auf Stuttgart runtergucken können, verstehst du, auch so, klar. Dafür werdet aber, ich weiß jetzt, wenn ich das kurz bemerken darf, sind Sie bestimmt in der Zeitung gelesen, in Stuttgart sollen ja so ein paar Windräder gebaut werden, also höher als der Fernsehturm. Ja. Aha. Kann man nicht an den Fernsehturm eins noch machen? Nein, das war ja auch eine Idee, aber das wollen sie nicht, weil der sich nicht drehen kann. Also das ist ja noch das Problem. Dreht sich nicht das Ding? Nein, dreht sich nicht das Ding. Also im Alex, weil in Berlin, gell? Nein, weil es das erste Ding war von den Dingern. Ah, okay. Ja, dreht sich nicht. Nein, und dann war die Frage, warum die eigentlich, das wollen Feigen, sollen die das bauen? Aha. Und dann habe ich gesagt, wegen der Esslinger. Wenn der Wind weht, das wäre. Die blastet den Feinstaub nach Esslingen, verstehst du? Damit ach so, und dann. Ja, aber irgendwann wäre die Rotor viel billiger, schwarz. Das ist viel billiger wie eine Feinstaubkehrmaschine. Die aber schon da ist. Außerdem haben wir noch Filter an der Ding. Ja, aber was glaubst du, bis die in Esslingen ist, wenn die 5 Kilometer bis die alle, das ist ja ewig, da blast es nochmal, das Zeug ist fort. Weißt? Okay. So wird das gemacht. Ja. Baden-Baden war mir. Was gibt es Wunderbares in Baden-Baden? Och, da viel intakte Architektur. Ja. Also viel Altes halt viel auch. Viel alte Sachen, ja, also ja, Menschen auf, auch. Na, auch, ja, aber auch Häuser und schöne Parks und die Spielbank, das Kurhaus. Mhm. Also zum Sterben schön, hätten Sie immer gesagt. Habe jetzt was Falsches gesagt? Ich bin mittlerweile weggezogen, weil man sich ja gar nicht leisten kann natürlich da drin. Also das ist jetzt aber in der Phase, wo halt dann auch viele Russen alles weggekauft haben, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Also insofern ist das ein bisschen ambivalent, das Verhältnis. Ist das so diese Art wie Rosa Eickhofer, die dich besuchen, sage, schönes Haus hinsehen? Genau, und zahlen sofort Vollpreis. Schade, dass sie in 14 Tagen aus sind. Ich sage, wieso ziehe ich aus? Ja. Weil hier liegen 2 Millionen, ist mir zu wenig, gut 3. So, und dann ziehen sie ähnlich. Aber nächste Woche, ich will aber gar nicht, also 4. Also gleich. So ähnlich ist das dann, glaube ich. Ja. Also nicht nur, hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, aber es ist immer noch. Sind immer noch da, einige sind immer noch da. Oder waren nie weg. Und oder immer noch schon wieder. Ich hörte von einem Bauunternehmer aus Baden-Baden, dessen Firma schon seit über 100 Jahren jetzt existiert, die irgendwie damals schon Villen gebaut hat, die jetzt die Pläne hat für die Sanierung der jetzigen Gebäude, dass die in Moskau ganz einen Straßenzug nachgebaut haben mit Originalhäusern, auch mit den Plänen, wo also Häuser praktisch kopiert nachgebaut stehen. Baden-Baden. Verrückt, weil das bei den Russen dermaßen angesagt ist. Ja, das ist total bescheuert. Aber die redet dann Russisch? Ja.
Ich nehme an, das ist eigentlich nicht logisch, weil eigentlich, also damals. Es ist halt in Bahn sowieso schwierig, weil wir ja so eine Mischung dort haben und gerade die Grenze, der Umbruch kurz nach Rastatt vom Alemannischen zum Kurpfälzischen. Weil doch damals waren die Russen ja noch Franzosen. Das heißt also, die großen russischen literarischen Werke sind ja französisch geschrieben. Achso, du meinst jetzt zu der Zeit, als auch die Spielbank gegründet wurde. Exakt, und damals war es ja für einen Russen viel besser, er spricht Französisch, verstehst du, weil der ganze Adel sprach Französisch, deswegen habe ich dich gerade gefragt, ob die Russen in Baden-Baden Russisch oder Französisch sprechen. Also die ich so mitgekriegt habe, sprechen Russisch. Das ist. Und da weißt du aber auch, wo die herkommen, verstehst du, das ist kein Hochadel mehr. Nee, das ist nicht der, natürlich nicht. Ich glaube, dass in dieser Familie gar nicht mehr viele da sind von diesem. Von und es wäre ja, wenn es der Hochadel wäre, wäre es ja Schwaben wieder, verstehst du, die Zarin war ja da, von da, weißt du, die ist ja. Ach so. Ja, klar. Wo, aus dem Zabergäu? Ja, klar, da ist der Heckegäustraße oder so ähnlich. Ja, irgendwo hier. Also vom Ding, aus dem Olga, diesem Olga-Krankenhaus. Ja, klar. Ja, logisch. Die ist eigentlich nicht in dem Krankenhaus. Das Krankenhaus ist erst gebaut worden, weil sie... Ich dachte, es war eine badische Prinzessin, die am Hofe von Peter... Auf keinen Fall, sowas wissen wir hier nicht. Und da lohnt sich Geschichte schon, wenn man ab und zu mal reinschaut und guckt, was war eigentlich... Es war eine Prinzessin, also es gibt Worte, die hören wir einfach nicht. Das ist so ohne gemacht. Dafür. Okay. Na, jetzt hat sich's auch. Wir haben noch gar nicht. Ich sag mal, Baden-Württemberg ist, um mit Loriot zu sprechen, Württemberg ist ohne Baden möglich, aber sinnlos. Ja, das ist richtig. Inzwischen. Gell? Ja. Find ich auch. Also, ich finde es so wunderbar. Jetzt, wo ich ab und zu nach Baden komme oder wieder nach Baden komme, schon allein, wo du wohnst, also allein, was es da für Früchte und alles gibt, das schon ist wunderbar. Bühl, das ist ja die Zwetschgenstadt. Ja. Das musst du sagen. Heißt jetzt offiziell so. Hast du gemerkt, wie ich dir das zugespielt habe? Ja, klar. Ja. Nein, wir haben. Kennt ihr Bühl als Zwetschgenstadt? Ja. Ja, heißt es. Ja. Wir haben ja deswegen, die heißt jetzt offiziell seit einigen Monaten. Was ist offiziell Zwetschgenstadt? Der Unterschied zwischen einer Pflaume und einer Zwetschge? Das ist, die Pflaumen sind in der Stadtverwaltung und die Zwetschgen sind auf den Bäumen drumherum. Die Zwetschgen hängen an den Bäumen? Ja, genau. Und die andere, und nicht umgekehrt? Ja. Nee. Okay. Nee. Ja. Okay. Pflaumen, ist das Englisch? Ja. Pflaumen. Pflaumen, genau. Pflaumen, ja. These are Pflaumen. Nearly all of them. Sie Pflaumen. Ah, Pflaumen, ja. Ah, klasse. Großartig. Wir haben ja noch gar nicht erzählt, warum wir überhaupt zu zweit hier sitzen. Ja, wieso wir telefonieren zweimal, dreimal in der Woche und willst du es erzählen? Oder hast du es vergessen? Ich habe jetzt, nein, primär war es jetzt so, dass der Herr Rüg mich angerufen hat und gesagt, oder angeschrieben hat. Das ist, und, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, dann bringe ich doch den Birk mit, weil dann habe ich Jogi nicht allein auf dem Sofa. Das ist natürlich, aber der schwätzt immer so viel. Und da habe ich auch ein bisschen ab und zu mal Zeit, ein bisschen Luft zu holen. Und deswegen sind wir jetzt zu zweit da. Was natürlich das war das jetzt ein dezenter Hinweis, dass ich ruhig sei? Nein, überhaupt gar nicht. Na, ich hätte es sofort angenommen. Nein, wir sind zusammen unterwegs als Partner und Schwaben und machen ein kleines Bühnenprogramm. Morgen Abend zum Beispiel in Esslingen im, du weißt die Halle auch wieder, nehmen, ja, gell? Ja, genau, dort halt, wo wir sind. Das heißt Homeland, zack, einfach um unser Land zu würdigen und zu ehren und Themen zu besprechen, die zum Beispiel in der Stuttgarter Zeitung zum stehen, Beispiel, ja. Oder die eine Auswirkung auf die Welt haben, weil Baden-Württemberg. Wir erklären zum Beispiel auch, wieso das Selend heißt. Und, zum Beispiel und all diese Dinge. Ich will jetzt nachgucken, welche Halle das ist morgen. Das ist die, wo man da reingeht und dann sieht da. Osterfeldhalle. Ja. Uetzwurst und Osterfeld. Osterfeldhalle, ja. Das sehr ist schön. Ja quasi gar nicht in Esslingen drin, weil das ist Esslingen. Ja. Das ist ja. Ist ja Osterfeld. Wo ist, aber die ist in welchem Ortsteil? Ja. Bergheim. So heißt warst die Disco in Berlin. Warst du schon mal in Bergheim? In Bergheim, nee. Wunderschön. Ja? Wunderschön. Die Berlin ins Bergheim reinlassen. In Bergheim, da gibt es ein tolles Lokal, wo du über das ganze Tal gucken kannst. Ach so, jetzt bei Esslingen. Bei Esslingen. Ich rede von der Disco in Berlin. Ich glaube, da kommen wir ja bei. Nein, alle in Esslingen. Ja, klar. Esslingen gehen. Drüber ja, drum und einander gucken. Wo ja in der Nähe Köngen ist, wo man Köngen sagt und nicht Köngen. So. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal gesagt, dass wir es sonst so machen. Und, ja. Also, und Teil dieses Programms sind wir, weil wir das ja sind, die das, also wo wir quasi eben. Mit Württemberg, Baden-Bach. Gell? Und die Leute denken ja immer, also man muss sich als Badener und Schwabe nicht leiden können. Ja. Und wir merken, wir schaffen das nicht. Gell? Wir sind irgendwie unfähig, uns nicht leiden zu können. Ja, aber darüber, es könnte natürlich schon am Gäu Tübingen liegen, bei dir speziell, weil das ja eh schon so.
jetzt Regierungsbezirk Karlsruhe. Du, aber weißt, vielleicht bin ich einfach dumm genug, dass ich gar nicht mitkriege, wenn du mich beleidigst oder sowas. Wobei ich gar nicht denke, dass du mich beleidigst. Nein, das hätte ich das schon gar will nicht. Ich gar nicht. Gell? Ja, ja, klar. Ich assimiliere doch normalerweise Schwäbisch mit dir. Ja, und ich meine, sagen wir mal so, wenn ich in Baden auftrete oder sowas, die liebt mich immer. Gell? Weil dieser Satz, wo ich gesagt habe, warum kommt jemand als Schwabe auf die Welt? Antwort, weil gerade nichts anderes frei war. Verstehst du so? Das gefällt dir Baden. Außerdem hast du doch einen KSC-Schal. Ja, klar. Eben. Also ja. Er ist ja dann... Ja, weil mit dem Aloy... Kriegst du in Karlsruhe Haue. Ja, ja, das ist schwierig. Ja, das. Ich hab, soll dir das schon erzählen, mein Karlsruhe-Erlebnis. Ich war in Karlsruhe, hatte einen Auftritt dort, 300 Leute da und ich komme mit dem Schal raus und 300 Leute rufen, das geht gar nicht. Also so ein Buh und lauter so und dann habe ich gesagt, ja Leute, ist ja alles okay. Ich habe schon den richtigen Schal dabei und habe dann so ein bisschen bei meinem Jackett aufgemacht und dann haben die diesen weiß-blauen Schal da durchgesehen und dann sind die sofort aufgestellt und haben das Partnerlied gesungen. 300 Leute singen das Partnerlied. Wenn du da als Schwabe dort bist, kriegst du Angst. Ehrlich, war, ich hab echt Schiss gekriegt. Aber ich habe dann, also in Respekt, und man merkt ja auch, das ist ein würdevoller Moment, da habe ich die erste Strophe fertig singen lassen. Dann habe ich den Schal genommen, habe mir umgelegt und dann stand da TSG Hoffenheim drauf. Und da sind die erst recht ausgeliehen, oder? Zieh den Schal aus. Ich gesagt, wieso? Und dann ruft einer, das ist jetzt Originalzitat, gell? Also bitte jetzt mich nicht wieder falsch angucken. Dann ruft einer, zieh den Schal aus. Warum? Das ist der Schal von der Arschlöcher. Na, sage ich, Entschuldigung, woher soll ich das wissen? Weil für mich sind alle Badener gleich. Und ihr habt das lieb gemeint. Ich merke das nicht. Verstehst du, ich hab gesagt, Leute, ich bewundere euch ja alle, ich bewundere Hoffenheim, ich bewundere Freiburg. Und hat dann geschrieben, wenn du jetzt nicht Karlsruhe sagst, kriegst du einen Goschner. Das war einfach, also gefährlich. Und deswegen, ich habe dann nachher noch mein Freiburg-Schal erzogen. Also hast du auch noch einen Schwarz-Weiß? Ja, den habe ich auch noch und dann den von Karlsruhe oben drüber und habe gesagt, solange Karlsruhe über den anderen ist, ist okay. Ja, dann hat er gesagt, das war schon mal ein Schiefgang. Ich sage, ja, das hast du jetzt gemerkt. Also so war es aber nicht gemeint. Das ja. war in der Zeit, als der Löw noch in Karlsruhe mit dem Schnurrbart zugange war. Wahrscheinlich. Ja, ja. Da hat es ja schon mal einen Zauberer ab. Aber das hat man sich ja da in dieser Region. Sag mal, ich finde, das ist gut, dass Karlsruhe und Stuttgart nicht in der gleichen Liga spielen, weil da immer so oft der Bus gezündet wird. Und das ist unnötig. Echt? Ja. Ja. Und deswegen ist das jetzt ganz gut, dass sie das jetzt so machen. Das ist auch vernünftig ein Stück weit. Hast du schon erwähnt, dass wir ab und zu, wenn wir telefonieren, ich mit dem Ministerpräsidenten schwätzen darf? Ja! Das finde ich immer sensationell. Ausgewählt, ab und zu, ja. So. Du hast doch da so ein Ding. Ein Ding? So ein Ding, ist doch so ein Ding. Oder wo ist das Ding? Hast du es nicht dabei? Du hast doch so ein Musikding dabei. Ach so, ja, aber was hat das mit dem Ministerpräsidenten zu tun? Das weiß ich doch noch nicht. Ach so, nee, ich habe mir der Ministerpräsident hat sich die Woche, ich mal überlege mir immer was, weil ich mal verfolge das ja, was der Ministerpräsident sich für Gedanken macht. Ja. Die Woche jetzt gerade gestern war. Macht er die selber oder hat er so? Eine KI, aber, die für ihn die Gedanken. Ja, möglicherweise, aber hat jetzt ja gestern war in der Stuttgarter Zeitung so mit vielen anderen auch gestanden. Ich glaube, dort war es auch, dass er sich Gedanken macht und dass er es eigentlich gut findet, wenn man die Schweizer Grenze also quasi auch bewacht und da zumacht, in Anführungszeichen, wo ich gedacht habe, diese kann das, warum muss man die Schweizer Grenze, ist das jetzt das Hauptproblem dort, haben wir mit der Schweizer Grenze, kommen da ein Haufen und... Du siehst das völlig verkehrt, der macht zu, damit da keiner von uns mehr abhaut. Mit der Plastiktüte nach Zürich geht. Das ist die verschobene Mauer zum Osten hin, kommt jetzt in Schweiz. Ja, und aber auch viele unbekleidete Schweizer, die bei uns die Läden leer kaufen zum Vollpreis, unsere Luxushotels runterwohnen und sich beim Heimfahrer auch noch die Mehrwertsteuer erstatten lassen. Sich. Ja, insofern ist es schon wichtig, dass man zumacht. Ja. Das war mein Gedanke. Habe ich jetzt gedacht. Weiß nicht, stimmt, aber können jetzt, an der Stelle darf man klatschen. Also nein, das muss man doch, das finde ich großartig. Also war doch nur die Idee schon, nur die, wo ich sage, ja.
Weißt du, mein Problem ist ja nicht nur, dass ich gegen dich nichts als Partner habe, ich bin auch noch Fan. Und das stellt sich vor, sie telefonieren dann unter der Woche mal mit Ministerpräsidenten oder ein paar andere Leute. Das macht schon Spaß. Man kommt sich einfach gleich viel erhabener vor. Weißt du, der Schweiz. Du, ich habe schon zu Freunden gesagt, ich schwätze jede Woche mindestens einmal mit Ministerpräsidenten. Ich sag, wie machst du das? Sag ich mit dem Telefon. Ich rufe den einfach an. Genau, und dann weiß man. Und dann sagt er, hallo, Herr Rüttenberg. Ja, genau. Ja, dann ist er. Ja, du kannst cool. Aber mit Herrn Strobel telefonieren, der natürlich auch so ähnlich spricht wie sein Fliegervater. Ja, ja, ja. Ja. Ist aber ja. Egal jetzt. Nein, ich habe, weil du aufs Keyboard hin war, wie ist es? Weißt du, ist das ein KI-Board? Das ist ein KI-Board. Das ist ein KI-Board. Ja, guck mal, das kleinste Klavier meiner Sammlung. Das muss jetzt den Zuschauerinnen und Zuschauerraum muss ich mal zeigen, was für ein Teil das ist. Das ist und das ist ganz zum Neiblasen. Können wir doch noch nicht. Wie hat das früher geheißen? Das zum Melodica. Ja, ja Melodica. Das habe ich aber auch noch daheim mit so mit dem Schlauch dran, wo man dann ja. So, ja, da habe ich früher mal als Kretschmann mit der Melodica gespielt und ich sehe Bäume in grün, rote Rosen auch und meine Orgel braucht keinen Strom, die hat einen Schlauch. Und so. Und ich, and I think to myself, what a wonderful world. Nicht wohl, aber was ganz anderes. Sehr schön. Eigentlich darf ich schon sagen mit der Melodica, weil da jetzt ein paar Leute gesagt haben, Melodica, es gibt Sachen, die sollte man einfach nicht wissen. Die ist dahinter ausgestellt. Weil aber wer das Honor, noch weiß, da kann man aufs Alter schließen. Verstehst du? Ja, ja, du, das da haben wir ja gefährlich. Mittlerweile, wenn wir über Loriot und Klimbim reden, brauchen wir über das Alter nicht mehr nachdenken. Das ist ja. In dem Fall. Meinst du echt? Ja, das ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Raum dahinter, da sind die Quetschkommode und nebendran steht eine Original, die habe ich auch schon in der Grundschule gehabt. Aber die der Melodica, ist doch 88 geworden. Der Loriot. Ja, ja, aber der Honor. Der ist 12 Jahre tot. Ja, ja, klar, ich hatte es jetzt vom Honor, also von der. Ja. Aber ja. Melodica. Melodica. Entschuldige bitte. Ja. Und was ist jetzt das für uns? Das ist jetzt das ist ein Yamaha. Ah, das ja. Hammer A. Und deswegen ist das jetzt. Nein, ich wollte. Yamaha. Ja, ich habe das heute gebraucht, weil ich habe heute. Das kennst du gar nicht. Kennst du Oscar Lafontaine? Nicht persönlich. Das hast du aber auch gut gesagt. Nee, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, getroffen, ganz kurz, aber schon eine Weile her. Sei Frau. Ich, noch Frau, immer noch. Die Sarah. Genau. Hat er jetzt den Verein auch gemeldet? Mhm. Gestern. Die will ja nächste Woche Partei. Ja. Hast du gewusst? Ja. Ja. Gläse heute. Du kannst doch nicht sagen, in welcher Zeit. Das ist, und dann ja, habe ich, schlimm. Und da hab ich jetzt gedacht, das habe ich. Jetzt die Bewerbung machen, wie lässt ich wollte ja mit der Oscar. Ja. Das habe ich halt. Ich kann das nämlich jetzt ohne Grifftabelle nicht. Soll ich es halt nicht sehen? Ja, wenn das jetzt natürlich. Sarah. Wofür steht jetzt nochmal BSW? Bestimmt sehr wichtig. Sarah, ist das sowas wie ASPD? Dein Herz schlug links, doch das war dir nicht mehr recht. War's nicht gern fünftes Rad am Wagenknecht? Vielleicht haut es ja hin, du als Kanzlerkandidatin. Sarah, du musst nicht immer Kommunistin sein. Sarah, warum jetzt schon wieder ein neuer Verein? Muss das wirklich sein? Naja, vielleicht nimmt sie ja da alles weit ein paar Stimmen weg. Das wäre gut, wenn sie das täte. Albern. Verstehst du, diese tiefgründigen Disharmonien gerade eben, wo du genau merkst, mit der Frau stimmt doch was nicht. Verstehst du? So, tiefgründe. Ja, da fällt mir gerade Mark Foster ein, der letzte Woche ein Lied vorgestellt hat, das heißt Genug, das beginnt mit Ich sitze am Klavier, die tiefen Töne klingen nach dir. Jetzt wissen wir ja, dass der mit der Lena Meyer-Landrut zustande ist. Also hat die öfter mal Blähungen oder was ist das? Das darf man ja. Habe ich jetzt auch gedacht, das ist schlimm. Verrückt, was manchmal. Aber also manche Sachen sollte man nicht mal denken. Nee, das ist ganz klar. Kommt dann ist, zurück. Jetzt ist schon mal mit Hightech-Elektronik und dem Loriot-Sofa. Hightech, sag mal, was weil du das ist da jetzt da in dem Ding, ist da auch schon KI drin? Ich hoffe es nicht. Im Moment ist nur ein bisschen K und ein bisschen D und Ding, aber. Und es gibt ja mehrere, also da ist, weil die CDU ja neulich nach den Tönen gesucht hat, Carsten Linnemann hat doch gesagt, die CDU braucht, jetzt haben sie ja neu, wahrscheinlich jetzt alles neu, sieht jetzt aus wie die ÖVP, so in dem Türkis, Logo, Farbraum geändert und die Union braucht eine neue Melodie, was ja echt schwierig ist jetzt gerade, also gut, die haben C und D, gibt's ja,
Ne? Also das, ja, und dann kommt das A von der AfD dazu. Nein, das ist aber das ist und jetzt ne? Geht nicht. Ne? Bei FF, machen wir FDP, geht's FDB, das müssen wir mit B spielen. Ne? Das geht gehen, FDP mhm. geht. SBD, wenn man dann halt das, dann müsste es auch gehen. S ist einfach ein vermindertes E. SBD, das wird gehen, aber die ja. Für die CDU, CDU fehlt. Und bei die Linke? Oh Jesus Gott, das ist ja... Da war gerade euer E drin, oder? Ja, ja, es geht nur ein E, ja. Sonst gar nichts. Ja, doch ne? G, wenn das linke Scheibe da ist, dann geht nur G. G, ja, und, G, E. G und E. Ja, aber... Also, G, E. Schlimmer ist... Verstanden, was ich gesagt habe. Ja, ich weiß, G, E, E, ja, ja, E, ja, G, E, aber das... Weil, also ist die CDU wird sich schwer tun, eine eigene neue Melodie, zumindest nach dem Temperieren. Mhm, aber was nachdenklich macht, ist das A, F und D, dass diese Buchstaben gibt. Ja. Tatsächlich, hier... Dieter Bohlen wird Bundeskanzler. Perfekt. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh weh. Ja, ja. Was kommt auf uns zu? Ja, ja, ja. Das wäre allerdings nicht schlecht, wenn man jetzt dann der, ich meine, das stell dir das vor, wir hätten den Bohlen, die anderen wieder den Trump. Ja. Die treffen sich dann da und sagen, this was the, what's that for jacket, Dieter? I want to have that. Oh, that. Das kannst du kaufen, das ist von Camp David. Da habe ich also so eine, ist immer so ein Logo drauf, so ein großes, aber würde dir auch stehen, ne? Beide so im Sonnenstudio, so in, Rakete, mit dem Beta-Carotin-Creme, ja. Weißt du, so ein Zentimeter dick drauf. Ja, das wäre schon da eine Vision. Doch, da ist doch jetzt gerade die Wahl, die wollen ja wieder da. Wer? Da in Amerika. Ah, die, aha. Die wollen doch den wählen, den sie nicht wählen wollen, im Augenblick. Ach, da wird er den neuen Speaker. Ja, Speaker. Speaker. Auf Speaker. Ja, ja, ja. Ja. Der auch schon mal so und mal so. Mhm. Also ein Bilderbuchpolitiker ja. Schon war und ist, ja, aber warum nicht? Ja. Jedes Land hat doch gut, da im Prinzip. Wir müssen uns jetzt natürlich erstmal wieder über Deutschland Gedanken machen. Ja, da war ja vor ein paar Tagen, vielleicht haben Sie es alle mitgekriegt, war ja so die Umfrage, was die bedeutendsten Probleme sind. Und dann war, also das erste war die Zuwanderung und das zweite war, glaube ich, Zuwanderung und das dritte. Nationalmannschaft. Aber das bessert sich gerade. Und danach Zuwanderung. Und dann kam irgendwann kam Wirtschaft und ganz am Schluss Umwelt. Feinstaub. Und deine Kehrmaschine. Und auf das Blatt selber hat dann Elektromobilität nicht mehr drauf gepasst. Ah ja, klar. Ich weiß nicht, wen sie wieder gefragt haben. Wahrscheinlich wieder nicht. Also rumgefragt halt. Ja. Aber haben jetzt in Baden-Württemberg ein erkennbar absehbares Problem, wo da jetzt tatsächlich passt oder wo das anders ist? Weiß man nicht. Das hat wieder einer die Loriot-Taste gekriegt. Großartig. Nein, ich hab nicht den Eindruck, dass man da irgendwas Erkennbares hat. Erkennst du was? Nee, das ist. Man erkennt nur Bares. Man kann ja die meisten Probleme im Moment nur lösen, wenn man sich rumdreht. Mhm. Also nur dann hinter sich kriegen, wenn man sie nicht. Das ja, ich habe ja gerade, was Politiker oder sowas anbelangt, eine These, die ist wieder derb schwäbisch. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, es muss irgendwo so eine Art Säckelschule geben. Weil ich immer denke, ein Leu kann doch euer Mensch nicht so blöd sein. Das muss er doch irgendwo lernen. In Bad Säckingen wahrscheinlich. Weißt, das ist doch, meinst du das? Ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach, du hast, also auch was die zum Teil sagen. Also auch solche, mal ganz generell sowas, das Wort wie Sondervermögen. Ah ja, das ist ein schönes. Also da musst du doch schon, oder? Also, negatives Wachstum ist auch ein schönes, wäre stimmt. Negatives, ja, Sondervermögen, auch wenn die dann davon sprechen, dass man... hier in Stuttgart zum Beispiel, ja, dass man jetzt die Schulen gell, ausbaut. Gibt's. Aber es gibt noch welche. Verstehst du? Ja, jetzt pass auf, 800 Millionen sind auf der Seite und dann will man jetzt die Schulen bauen. Die haben gesagt, ja, aber im Jahr hat gesagt, 50 Millionen sind halt verbaubar. Da ist nichts passiert. Und da ist gefragt worden von der Stuttgarter Zeitung, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade überweist. Ja, aber ich nehme an, das hast du dort gesagt. Die haben gefragt, ja, 50 Millionen baut ihr und renoviert ihr dafür jetzt die Schule. Und dann hat die Stadt gesagt, können wir nicht machen. Weil? Uns fehlen dafür die Leute.
Ach so, ja gut. Wir können nur für 40 Millionen die Schule umbauen. Das bedeutet aber, 40 Millionen heißt, dass bis alle Schule gemacht sind, dauert es 20 Jahre. Kannst du ausrechnen. Ja? 50 Millionen pro Jahr, 800 Millionen stehen zur Verfügung. So. Und dann ist ich gesagt, ja, mit den 40 baue ich das dann um. Ich sage, ja, täte mir gehen, geht aber nicht. 40 Millionen pro Jahr. Und sie gefragt, warum? Wir kriegen die Handwerker nicht. Mhm. Ja, warum kriegt ihr nicht? Ja, die Wahrheit ist, weil sie so schlecht zahlen, weil es so lange dauert. Mhm, ja, so. Und wenn du das dann hörst, denkst du, stimmt da was nicht? Oder wie, weißt du, aber wird das jetzt nicht besser, wenn jetzt im Individualbereich die Bautätigkeit abgesunken ist und die Anzahl der privaten Bauanträge ja wahnsinnig zurückgegangen ist? Ich habe ja gerade wieder heute gelesen, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung. Und da die sind aber ein halbes Jahr bis ein Jahr mit den Bauanträgen hinterher. Ja, ja gut, das ist jetzt bei dem... Das sind die, die im Homeoffice jetzt schon wieder sind. Das hat mir, einer erzählt, der hat in Stuttgart einen Mahnbescheid gekriegt, dass er Strafe zahlen muss, wenn er nicht vermietet beruflich Wohnungen. Ja? Und er müsste das jetzt machen. Und warum, wenn das sei jetzt 11 leerstehende Wohnungen und dann muss er Strafe zahlen. Ist er zur Stadt und hat gesagt, habt ihr eigentlich einen Vogel? Und ich sage, warum? Ich sage, ich habe vor einem Dreivierteljahr einen Bauantrag gestellt, die Wohnungen sollen renoviert und dann sofort vermietet werden, aber ich habe mir bis heute keine Bestätigung, gäbe nicht mal, dass es eingegangen ist und auch keine Baugenehmigung, ich werde es ja sofort machen. Und dann haben die gesagt, das ist nicht unser Problem. Ich sage, doch schon, weil nämlich sonst die Wohnung nicht vermietet werden kann, das war das Erste. Und das Zweite, was er erzählt hat, dass ein Aufruf war, dass man Wohnungen an Flüchtlingen vermietet. Und er hat gesagt, macht er sofort. Ja, weil er auch ein sehr sozial eingestellter Mensch ist, auch für einen absolut vernünftigen Preis. Und dann ist er zur Stadt und hat gesagt, ihr habt aufgerufen, man soll das machen, wer ist denn da dafür zuständig? Ja, dann hat also das Bürgermeister gesagt, mir nicht, das ist Sozialamt, das ist das Sozialamt. Ich sage, mir nicht, dann ist er zum Bauamt, ich sage, mir nicht. Ich sage, er war auf 11 Ämtern und kein einziger war zuständig. Das kenne ich aus dem Asterix-Comic. So genau. Ja. Mit dem. Aber wie hieß denn das damals? Am Schluss hat er den genommen und so lange kauert. Die Trabantenstadt war das. Ja, wie die Trabantenstadt. Ja. Und, so. Die und wenn du das mitkriegst, hast du wirklich das Gefühl, es muss irgendwo eine Segelschule geben. Ah, ja, okay. Das kann nicht anders sein. Weil ich unterstelle Leute nicht, dass sie naturblöd sind, weißt, sondern ja, das ist ja das Fehlen. Das muss man lernen. Das Fehlen der MI, ja, das kann natürlich das sein. Das musst du lernen. Dass es eigentlich eine natürliche Intelligenz gegeben haben könnte, die man abtrainiert hat. Eben. Das kann ich durchaus möglich. Weißt, ich habe von Schwaben und Badenern und auch hohen Leuten so eine hohe Meinung, dass ich mir nicht vorstellen kann. Vielleicht sind es ja dort auf dem speziellen Amt Zugezogene. Aus ganz woanders her. Also Fensterzugezogene oder naja, so. Naja, aber nee, die jetzt dort diese Stelle bekleiden, die sind vielleicht, weiß ich nicht, Hessen. Völlig irre. Ne? Ja. Ostfriesen? Sind da normalerweise. Aber weißt du, das wäre der denn andere. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass andere so blöd sind. Das geht nicht. Ach so. Da ist irgendwas ist da, stimmt was nicht. Aha, ja. Aha. Die haben. In der Stuttgarter Zeit habe ich schon erwähnt, dass ich stand ein Artikel, dass die in Stuttgart wieder Mülleimer einführen wollen in der Königstraße. Das haben sie nämlich weggemacht, weil der Müllquoll über und dann sind unheimlich viele Ratten gekommen. Ja, das ist ja 1,5 Millionen Ratten in Stuttgart. Und dann hat man die Mülleimer weggemacht, weil sie gesagt haben, dann kommen die Ratten nicht mehr. Ja, also tolle Logik. Und nach 5 Jahren haben sie gemerkt, doch, kommt, weil die Leute das Zeug jetzt auf den Boden schmeißen. Aha. Großartig. Haben es die Ratten aber einfacher, müssen nicht immer in die Eimer reinklettern. Ja, und die haben ja Mülleimer in den Boden gemacht. Und wahrscheinlich waren sie auch schon mal unterwegs in der Königstraße, dann brennen die manchmal. Dann sind Junge irgendwie hergegangen, haben ein bisschen Benzin reingeschüttet, weil die Mülleimer im Boden drin sind, so quasi. Und das nennt man Rattengrillen. Aha. Ja, weil die schon drin sind. Weil die Ratten, die drin sind, die verbrutzelt es dann. Aha. Und dann kommt ein Feuerwehr, muss das löschen 3-mal in der Woche. So war das. Und dann hat man gesagt, man macht wieder neue Mülleimer. Ratatouille quasi. Ja, man stellt wieder neue Mülleimer auf. Und das ist nicht lecker, toll. Da bin ich gerade ein Rezept von mir Lava eingefallen. Mit Ratatouille, mit dem frischen Flambier. Ja. Nee, lass. Gut, okay, weiter. Ja, an jedem Mülleimer ein Spitzenkoch. Weißt du, das ist einfach klasse. Ja, jedenfalls ging es dann darum, dass man wieder diese Mülleimer macht und dann Leute anstellt. Ja, so. Und dann hieß es, ja, aber das wäre nicht einfach, hat das Amt gesagt, weil, die gesagt, stell jetzt die Leute ein, sieht, geht nicht. Ich gesagt, warum? Ich gesagt, zum Einstellen fehlen uns die Leute. Die das machen? Ja, das dann hat er, es war 17, ich habe es gelesen, er hat gesagt, es wird bis
20 oder 21 dauern, also wir brauchen 200 Leute. Durch Corona ist jetzt länger geworden, also gesagt. 200 Leute, wenn die sich jetzt bewerben brauchen, also es werden sich 1000 Bewerber, wir müssen 400 vorschlagen. Wir müssen aus 1400 geeignete Leute raussuchen, die kommen erst zum Gespräch, dann wird festgelegt, ob die geeignet sind, von denen werden 400 ausgewählt, die werden einer Kommission vorgelegt und die müssen dann entscheiden, welche 200 genommen werden. Ich habe gesagt, dieser Prozess dauert etwa 4 Jahre. Das gibt es nicht. Ja, für Mülleimer. So, und dann hat er aber gesagt, aber das Problem ist, wenn die 4 Jahre rum sind, wir haben die 200 Leute hin, bei uns schon wieder 150 aufgehört. Sowieso durch. Das heißt, die werden niemals die Leute erreichen. Das ist wie mit der Hase in dem Igel. Weißt, wenn der, ist der Deutsch, ist der schon wieder woanders. Und dann, deswegen wird das halt nichts. Die Ratte mit dem Segel. Ja. Also quasi. Deswegen hast du immer ein bisschen deinen eigenen Mülleimer dabei. Okay. Ja, das uns auch. Das machen viele mit dem Auto. Deswegen können immer noch viele mit dem Auto in Stadt. Wann haben wir einen eigenen Mülleimer dabei? Wie ist das in Baden-Baden? Wie ist das in Baden? Ich habe es jetzt mit den Ratten. Wir haben Ratten nur in der Oos. Wir haben ja diesen kleinen Fluss, der da durch, oder dieser Bach, der da durchgeht. Und eigentlich ist mir kein. Ich habe es nur gehört. Ist das der Fluss von Olemio? Nee. Von Oos Olemio? Nee, auch nicht vom Zauberer von Oos. Nein. Nee, es schreibt sich anders. Ja. Ich habe jetzt nur gerade gelesen, aber auch wieder in einer ganz anderen Zeitung, dass sie in Paris jetzt ein Bettwanzenproblem haben. In Paris haben sie ein extremes Bettwanzenproblem aktuell. Cool. Was die Franzosen jetzt mit Fröschen bekämpfen wollen. Nein. Doch. Oh, oui, si, non, oh. Ja, und, aber was essen die Franzosen dann? Dann die Fresh wahrscheinlich. Und dann ist jetzt Thema. Ich weiß es nicht. Die Fresh vorher auf? Ist ja unklar. Nein, sie dürfen die Fresh vorher nicht essen. Die müssen warten, bis die Frösche die Bettwanze gefressen haben. Und dann? Ich wusste nicht einmal, dass Frösche. Weil wo gibt es denn im Wasser Bettwanzen? Gibt es da Bettwanzen normal? Ja, offenbar. Ja, ja. Die sind überall dann jetzt gerade. Das sind blöde Wanzen, wenn die Bett heißen und im Wasser rumlaufen. Was vielleicht sind es auch Bettwanzen, die einfach böse sind, oder? Oder sie kommen mit Bettwanzen in Paris. Vielleicht sind sie ein Fledermauskostüm. Ich habe dir doch vor. Das sind dann aber Bettwanzen. Ja. Hm. Ja. Auf jeden Fall ist das. Ach, ich kam deswegen drauf, weil wieder einmal, ich glaube zum 8. oder 9. Mal, ist in einem Simpsons-Comic dieses Thema aufgetaucht. Die haben ja schon alles Mögliche vorher gesagt. Und Simpsons ist ja eine der. Auch also was. Ne? Die arbeiten nicht ganz so exakt wie der Loriot, aber die machen ja auf Masse unfassbar schnelle viele Sachen. Ja. Aber. Diese Thematik, dass es bei den Franzosen Bettwanzen gibt, die wurde dort schon auch in einer früheren Folge mal vorhergesagt. Mhm. Weil du gerade Paris sagst, wir haben uns vor kurzem mal darüber unterhalten, dass es in Kapstadt eine Kakerlakenplage gibt. Wenn wir uns darüber unterhalten. Ja? Und dann haben die gesagt, es sei gar nicht so einfach, die wegzukriegen, weil die sogar einen Atomkrieg überleben. Das stimmt. Also ne, was für eine Logik ist das? Also man kann Kakerlaken nicht wegbringen, weil die einen Atomkrieg, müssen jetzt einen Atomkrieg anfangen oder was? Auf jeden Fall war das Tolle in Kapstadt, wie diese Kakerlaken heißen. Die heißen German Cockroach. Also Kakerlaken sind die Deutschen, ist schon Hammer. Gell? Vielleicht können wir denen aus Paris noch ein paar. Das sagt der Südafrikaner dazu, German Cockroach. Ja. Aha, das ist doch Hammer, oder? Ja, wo wie kommt die nach Südafrika, verstehst du? Ja, meinst du, es ist eine Deutsche? Ja, nein, natürlich nicht. Aber ich weiß ja nicht. Die ist, also wenn dann, aus Berlin oder so, aber doch nicht deutsch. Ja, da gibt es ja vielleicht noch Unterscheidungen. Ja. Ist eine schwäbische oder eine preußische oder eine niederrheinische? Preußisch, Prussia war ja früher immer der Name für Deutschland. Ja, ja. Ja. Prussia. Ja, preußisch halt. Prussian. Ja. Ja, genau. German Cockroach. Das habe ich also jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Ich habe wieder was gelernt. Also hast du es in der Zeitung? Sag jetzt nicht, wo. Gelesen. Und im Netz nochmal gefunden. Auch dann vom Ding her. Ja, ja, vom Ding her. Tierisch ist sowieso das Thema überhaupt. Ja, ja, ja. Wie ist es bei euch in Baden? Was gibt es da? Was frisst euch da alles kaputt? Du meinst auch Schädlinge? Ja. Ich meine, es hat sich. Also Tiere jetzt. Ja. Ich meine. Ja. Du musst mich mit dem Winzer unterhalten, was aber die haben, glaube ich, dieses Jahr ganz gut. Wie heißt, da gibt es doch irgend so einen Schädling, der bei uns die ganze Gärte leer frisst. Die kommen und in 3 Tagen ist der Busch wegfressen. Wie heißt er denn? Irgendwas mit Spinner, irgendwas, weiß nicht. Ach so. Der, ja, genau. Nochmal Seidenspinner. Weißt du, Karle? Ja. Seidenspinner. Der kommt und macht alles. Die tut dir nicht gut. Nein, das tut auch dir nicht gut, wenn der Seidenspinner kommt. Muss die Heck vom Nachbar weg. Genau. Geh zum Nachbar, nicht bei mir. Kommst hinterher, kriegst du Bier. Ja? Seidenspinner. Seidenspinner. Okay.
Die Feinen. Die Feinen. Ja. Sag mal schnell, wie viel Uhr ist denn jetzt eigentlich? Wie lange haben Sie denn Zeit? Du, es ist schon lang noch. Es ist halb acht. Ja. Ich habe ja, warum geht denn meine Stoppuhr? Die wollte ich doch gar nicht. Das habe ich sie zurückgesetzt. Okay. Halb acht. Das sind wir also schon 19:30. Das sind wir schon quasi eine Stunde am Schreibtisch. Ja. Da. Willst du noch irgendwas Lustiges machen? Comedy Talk hast ja, hieß ja, es ja. Genau. Ja? Und so. Ich habe, was? Was war die Woche bei euch im Sender? Was war eure Themen? Ach, ich habe, interessant, war am Anfang der Woche, es war beim Spiegel und nicht in der Stuttgarter Zeitung, das muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Spiegel Plus lohnt sich als auch. Ja, die Hens wahrscheinlich aus der Stuttgarter Zeitung. Ja, das vermute ich auch, dass die Kollegen Baerbock und Scholz öfter schon mit der Frau Merkel telefoniert haben sollten als bekannt bisher. Mhm. Schon 12-mal haben die sich und vor allen Dingen auch der Olaf Rat geholt bei der Mutti. Das muss man sich vorstellen. Ne? Ich meine, wir wussten, erst dachten wir ja diesen Jahr, die haben jetzt nichts mehr miteinander zu tun und die ja. Anna macht hier in ihren Ruhestand und so mit ihren 8 Mitarbeitern und zwei Fahrer hat sie ja, weißt du das? Mhm. Zwei Fahrer. Eine Altkanzlerin hat zwei fest eingeschränkt. Ehrlich? Ja. Ein für vorne, ein für hinten. Ein für zum Friseur und der andere wieder zurück oder so. Ich denke vielleicht auch, dass die, wenn sie lange Strecke macht, dass die sich auch also es gab Abschule, jedenfalls, also das war es, diese Besonderheit, dass die miteinander reden. Mhm. Und wie die ja, was mit die miteinander, wenn die telefonieren. Jetzt überleg mal, was machen die? Was stellst du dir vor, wenn der Scholz bei der Mutti anruft? Dass der fragt. Zum Beispiel. Tut. Bitte. Hm? Hallo? Schönen guten Tag, Angela, ich bin's. Ach, du schon wieder. Kann ich dich bei fragmutti.de noch was fragen? Naja, jetzt wo du schon mal dran bist, hast du schon 12-mal angerufen. Ja, ich hab's aber auch immer wieder vergessen, was du gesagt hast. Ja, Berufskrankheit bei dir, was? Ja, mein Erinnerungsvermögen. Ich weiß ja, seit der Warburg Bank hapert's da ein bisschen. Ja, was willst du denn wissen? Was Wichtiges? Natürlich was Wichtiges. Also Wirtschaft? Nein. Umwelt? Nein. Krieg? Nein. Was wirklich Wichtiges? Ja, dran, schieß los. Also, was macht man im Moment am besten gegen diese Fruchtfliegen? Du meine Güte, da nimmst du ein Glas Rotwein, machst zwei Tropfen Spüli rein und stellst es hin. Fertig. Das kann nicht sein. Wieso? Das hat Britta schon probiert. Und? Schmeckt immer irgendwie seifig. Ja, also das jetzt so als Beispiel. Jetzt mal so. Sehr schön. Sehr. Wunderbar. Das habe ich mir dann überlegt dazu. Blöd. Großartig. Nein, das ist toll. Ja. Mir gefällt sowas. Dass die tatsächlich, wenn man sich so vorstellt. Hast du es auch aus? Schmeckt es wirklich so seifig oder geht's? Nee, ich habe es bisher immer geschafft, dann tatsächlich. Nee, ich habe erst das Gefühl, das funktioniert gar nicht wirklich. Okay. Weil diese Mischviecher sind dann manchmal, das liegt aber an den Kürbis. Wenn überall die, weißt du, meine Frau dekoriert dann manchmal, dann, und dann, wenn diese, auch diese kleinen, diese Zierkürbisse, dass das natürlich das auch lockt. Und da hast du dann immer diese Viecher im. Ja, da hat doch jetzt einen, der stand heute in der. Dass da irgendeiner hier aus der Gegend 3 Rotweinpreise auf einmal gewonnen hat. Das hat es doch gar nicht gegeben. Ja? Im Schwäbischen. Im Stuttgarter Rotwein. Also im beste Rotwein Deutschlands. Rotwein. Unfassbar. Weißt du, es ist nur die Region Baden, dem Burgund gleich, ist die einzige Weinbaugebiet in Gruppe B ist. Neue anderen nicht. Aber vielleicht ist es mittlerweile mit dem Klimawandel. Ja, was, so, wahrscheinlich, weißt du, das wird jetzt geht hoch bis oben. Schlimm wird es erst, wenn in Norwegen italienische Weine angebaut werden. Ich habe mal, in Föhr gibt es Wein. Ja. Da gibt es tatsächlich ein Weingut mittlerweile. Mhm. Die machen tatsächlich Weißwein. Ja. Aber kein Rotwein. Aber weiß hier eigentlich jemand im Raum, warum Trollinger heißt? Weiß das jemand? Weil er so drollig schmeckt? Du denkst, es gibt so zwei Sachen, die ich in Stuttgart immer frage. A, warum es keinen Stadter Wasse gibt und zweitens, warum Trollinger heißt. Ich wusste es ja auch nicht, verstehst du? Ich war auch eher naturblöd vorher und dann habe ich es mir beigebracht und jetzt weiß ich es halt. Also wir sind im Haus der Geschichte, da kommt sowas zu Schlösslern. Also Trollinger heißt Trollinger, weil der eigentlich Tirolinger heißt. Daher kommt der Name und der Gauvernatsch heißt es. Das ist so ein Grauburgunder. Ja, also auf jeden Fall italienische Traube, die dann bei uns angebaut wurde, Tirolinger heißt und da halt Trollinger draus geworden ist, sodass man nicht gleich weiß, wo er herkommt. Aha. So, das ist das eine. Und ganz stark auf Volksfest, weißt du, warum das gefallen ist? Das war ja, glaube ich, auch aufgrund einer Umwelt- oder Deng, da vom Deng her. War es ein Vulkanausbruch, ja, genau. Der zu einer wahnsinnigen Dürre führte am Ende? Ja, da in Indonesien. In Indonesien oder direkt Indonesien oder nebendran? Indonesien. Es war Indonesien direkt. Es kam nicht Australien.
ja, sondern war Indonesien. Nee, war Indonesien. Und da haben sie so viel Feinstaub in Thiel und die Maschinen waren noch nicht. Da war es jahrelang in Europa Nacht, verstehst du? Ja, ja. Das war so, deswegen sind auch in sich verirrt sind nach Amerika. Ja, ja. Ja, irgendwann kommst du plötzlich in Amerika raus und bleibe halt da. Verstehst du? Ja, die sind ja viele ausgewandert. Hatte durchaus. Da war übrigens halt. Dummerweise auch die Familie Trump aus der Pfalz. Ich hatte vor anderthalb Wochen hatte ich die Ehre, The Oettinger zu hören. Und so, und so ein Englisch. Und der hat gesagt, dass also Württemberg war Auswanderungsland. Ja, ja. Auswanderungsland. Da ist man geboren worden, um auszuwandern. Wir waren quasi wie Iren. Ja, wie die Iren. Die Iren sind auch weg. Ja, die Iren, also, die meisten Rotarier sind ja aus Irland. Ja. Nix Quacks, ja. Also vom. Ich habe schon verstanden. Ja, Rotarier. Ja, Hauptsache Aria. Ja, ja, sorry. Nein, Harier. Mit sehr oft Haar. Harier, ja. Ist schon richtig. Nein. Okay. Nee, und da sind dann halt viele weg. Nix Quacks, dann dunkel, Asche, aus, fertig. Ja. Ja, und dann. Ja, und dann hat man dort, und jetzt kommen wir eigentlich zum Punkt, damit wir das ja mal wegen der Hohenheim und so, und dass wir das alles erzählen, wie das dann, warum. Mhm. Nicht? Was jetzt? Warum das dann? Dann hat man nach dieser Missernte, die über glaube 10 Jahre oder so war. Das Klima war auch so, dass es ganz kalt geworden ist und im Sommer auch Sonne nicht mehr, entsprechend schien, weil da Staub oben war. Geldflugzeuge sind auch nicht geflogen. Gut, es hat noch keine gegeben, aber es wäre auch nicht geflogen, wenn es gäbe. Genau. Auf jeden Fall. Als dann diese Zeit vorbei war, hat dann die Königin hier angeregt, ein Erntedankfest zu machen. Und das ist eben der Cannstatter Wasen bis heute, das Volksfest dort. Und ist nicht auch die Uni Hohenheim da im Umfeld dazu auch, damit man da mit Saatgut und forscht und das Landwirtschaft optimiert und perfektioniert? Ich hätte ja Vulkaninstitut gemacht, aber hat man jetzt nicht gebraucht. Wie man da am Frob, ja. Also hier nicht. Mhm. Mir hätte ja den Merkur bei Baden-Baden erloschen, aber der ist ganz ruhig im Vergleich zu anderen. Da brodelt nichts. Das also Heimatgeschichte war nur so schön. Also die Frage habe ich vor kurzem einer gestellt, der hat gefragt, Stuttgarter, wie ist das? Nesenbach, hier gibt es einen Bach, Nesenbach heißt der. Und die Frage ist, was ist tiefer, also Neckar oder Nesenbach? Weiß das jemand? Spannende Frage. Die Frage ist klasse. Die Antwort lautet die Oder. Neckar, Oder, Nesenbach. Ist okay, gemein. Ja, schon klar. In Burghausen gibt es einen tollen Spruch aus einer Kirche, da steht drauf, von zwei Möglichkeiten wähle die dritte. Ja, oder wenn jemand sagt, eine Münze hat zwei Seiten, das stimmt halt nicht, die hat drei. Mhm. Also die Jüngeren unter uns, oder das noch nicht eine bezeichnet, Münze. Die fürs 5-Mark-Stück, da stand außer Einigkeit und Recht und Freiheit drauf. Ja. Ja, deswegen aber gesagt, nur zwei Seiten, weil genau das wollte ja keiner wissen, dass das da anders sei. Ah. Steht auf dem 2-Euro-Ding nichts mehr drauf, außer... Ja. Ich habe mir ja dann immer überlegt, gell, also wenn das stimmt, bei Adam und Eva, wer ist der Und? Haben die schon Und-Kit? Ja, vielleicht war das ein Franzos, der Hund. Weißt du, als Hund halt. Mit Und. Adam et Eve. Mhm. Aber das war ja dann ein Et. Also ja, in meinem Heimatort gibt es ein italienisches Lokal und da arbeitet eine Frau in der Küche, also mit der mir öfters unterhalte, die ist jetzt auch, was heißt die, Anfang 60 oder so. Und die redet immer von ihrem Und. Und ich habe am Anfang einfach nicht blickt. Klar, ein Hund, aber weißt, der Hund ist krank. Ja, dann denkst du halt, das ist ihr Mann oder sowas, so wie die über den Hund geschwätzt hat. Ja. Der Hund lebt nur, der Mann ist tot. Verstehst du? Insofern, das weiß man ja erstmal nicht. Nee, das ist aber oft. Wir haben das in Baden-Baden sehr oft, als Franzose auch neulich sahen in die Apotheke kommen. Ich meine, dass da die Männer tot sind. Ich hab's schon nee, auch das, aber die Lebenden. Nee, es war ein französischer Mann, der also auch eine Glatze hat und sagt, da haben Sie eine Salbe gegen Arschwund. Ja. Ja. Und dann hat die dem Bepanthen gegeben. Ne? Okay. Ja, okay. So das, Leute, wollen wir zum Abschluss noch jeweils eine Sache? Du erzählst, was ich erzähle. Was hast du noch was Schönes dabei? Ich habe nur ein doofes Lied, was ich ohne Skript hinbekomme vielleicht, was auch auf diesem Glöckchen-E-Piano geht. Das ist altersgerechtes Merken, was du jetzt gerade machst. Ja, klar. Und das ist ein Grillsong eigentlich, weil wir oft mit meinem alter Ego Johann Lafer grillen, also einmal im Jahr sofort, oder wenn das Wetter schlecht ist, immer dann, auf jeden Fall, wenn das Wetter schlecht ist. Und das ist so ein interessantes Stück, weil, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme,
Ich, meine Passion sind ja immer Texte und Songs zusammenzubringen mit Figuren, die überhaupt nicht, also wo die Musik von der einen Richtung kommt und der Text vielleicht von der anderen und der Vortragende noch nie damit was zu tun hatte. Das macht die Sache halt reizvoll. In dem Fall, wenn man sich vorstellt, dass man irgendeine Musik-Backline von den Bee Gees nimmt, ne? Und den Lover das singen lässt, was bei seiner letzten Grillparty passiert ist, wo sogar also die Polizei kommen musste. Das guck mal, jetzt kann ich die Oktave ändern. Ohne umzugreifen. Hast du gemerkt? Einzel, ja. Er steht mit Bier und Zange in der Hand. Ihm ist noch nie etwas angebrannt. So, da gehen wir her. Super. Und falls doch, dann hat er es einfach umgedreht. Und alles wartete gespannt. Was ist denn das? Auf einmal klar, dass ein Würstchen fehlt. Mensch, da hatten wir doch noch eins mehr gezählt. Was ist denn das? Da war doch ein Langfinger dran. Ein Dieb ist bei Lava, bei Lava. Ein Dieb bei Lava. Der hat sich die Rote gekrallt. Und in der Hektik und der Aufregung werden die Weißen auch noch kalt. Sauerei! Oh, da sind wir einem Ganoven aufgesessen. Das nächste Mal wird alles roh gefressen. Da kommt dann kein anderer mehr dran. Kein Dieb mehr bei Lava. So, ah, das ist ja großartig. Ja, das im Sitzen, im Ding. Ja, vielen Dank. Ganz schnell was gekocht. Genau, ja, das hier denken wir für dich, wäre Radio doch auch mal was. Ja, ja. Das, ja, muss ich morgen wieder neu übrigens. Das ist tatsächlich, tatsächlich meine Passion. Ja. So ist. Ja, wir haben ja, also wie gesagt, morgen sind wir ja wieder in. Achso, morgen in Esslingen, aber morgen Abend treffen wir uns dann in Esslingen. In der Osterfeldhalle. Ja. So ist es, genau. Sag mal, aber Osterfeld gibt es doch auch in Pforzheim, sag mal, das ja, ist Kulturhaus Osterfeld, hast genau, gell. Du, es gibt ja Stuttgart auch mehrmals. Ja, vielleicht Stuttgart und Baden. Ja, so. Ja, ja. So. Eben drum. Wir werden ja morgen Abend uns ja auch drüber unterhalten. Wir haben da gerade erklärt, warum das eigentlich Homeland Zack heißt. Kann man das erklären? Ja, das ist ein Ausdruck der Bewunderung und Erregung, aber auch einer leichten. Eine Anspielung auf. Auf unser Land, weil Land ist ja, we can all out of English, says the MC Gretsch of the MP of the Land. The Gretsch. Das kannst du besser erklären, weil dein Englisch ist besser als meins. So, auf keinen Fall. Ich will auf gar keinen Fall besser. Der Gretschmann, das gefällt mir auch so gut. Der Gretschmann. Superhero bei uns. Gretschmann. Ich habe das immer vorgestellt. Der fliegt durch die Luft. So the Flying Washlab. Weißt du, der fliegende Waschlab, der dann. Also viele denken ja immer, ich würde ihn als Waschlappen bezeichnen. Nein, überhaupt nicht. Er hat doch damals gesagt, es reicht doch auch, wenn man sich mit dem Waschlappen wäscht. Damals, verstehst du? Ja, und an schon ein Grad bringt 4% der Heizkosten, hat er gesagt. Energiekreis. Wenn sie es also 16 Grad runterdrehen, kriegen sie noch was raus. Das hat er auch gesagt, sowas. Ja, mir hat einer gefragt, wo ist jetzt Selend? Verstehst du? Selend. Das Problem ist ja, dass wir ja eine zweite Amtssprache kriegen werden. Die soll ja auch angeführt werden, Englisch. Die Leute denken immer, das wäre ein Spaß, ist kein Spaß, es ist Englisch. Also wird eingeführt und wir haben dann zwei Amtssprachen. Ich muss jetzt eine Seitenbemerkung machen, kurz. Seitenbemerkung. Aber die Erstklässler können schon besser Englisch als Deutsch. Neuseeland, also mein Bruder fährt jetzt nach Neuseeland. Und jetzt, was ist die Amtssprache in Neuseeland? Gell, Neuseeländisch, also bessere Antwort gibt es gar nicht, nur gibt es halt Neuseeländisch nicht, aber es war sonst wäre es völlig was richtig. Was ist das dann, Maori oder? Also 97% sprechen Englisch, aber die Hauptsprache ist Maori und Zeichensprache. Da sind wir wieder bei Lorio. Da hab ich damals gesagt, hey, das haben wir bei uns auch, gehen wir bei uns so vor Amt, da wird nur über Zeichensprache. Aha. Verstehst du, da geht es so, Und so, das ist alles, Gang und muss gar nicht mehr. Das heißt, wenn ein Neuseeländer käme, würde er sich sofort zurecht. Der wird sich sofort daheim fühlen. Wird er aber nicht machen, weil er wäre ja blöd. Und das sei schönes Neuseeland Land. Hat ja zwei Hauptinseln.
Aha. Also Baden und Württemberg. Verstehst du, das ist genau so wie bei uns auch. Wusste gar nicht, dass die also heiß haben. Ja, so, okay. Wusste ich auch nicht. Okay. Das ist, und als witzigste, jetzt haben wir wieder einen Ausflug, aber das witzigste ist, dass da drin steht, bei Neuseeland, dass die Maori von einer Insel kommt, von der man nicht weiß, ob es die wirklich gibt, aber man nimmt an, weil sie in ihrer Legende die Kanu, und das heißt Hawaii X, also die, diese Insel. Und aber kein Mensch weiß, ob es die gibt oder wo die sein könnte. Und da habe ich mal bei Hawaii X nachgeguckt, also habe es X weggelassen, also in Hawaii, und habe mal geguckt, wie die in Hawaii heißen. Gut, die heißen jetzt nicht Maori, sondern die heißen Maoli. Ja, wahrscheinlich, er ist dadurch irgendwie später mal ein Nudelgericht geworden, aber die das, ja, mit, und dann sind die nicht drauf gekommen, dass man da verwandt ist. Das bist du, aber ist das dann doch noch ein Stück von dort bis dort nach? Das ist nicht weit, das sind 5000 Kilometer mit dem Boot gemacht. Ja, mit dem Einbaum, ein Klacks, ja. Ja, klar, wenn der Wind noch und schau, zwei Bäume mitnehmen. Ja, ich, aber ich meine trotzdem, ich habe trotzdem immer eine gewisse, also ich meine, das ist... Ich bin also neidisch auf die, weil die ja immer so früh Silvester haben. Also die haben es immer schon am 8. Das ist ja Gemeinheit. Siehst du im Fernsehen, ja. Sag, guck mal, die haben es schon rum, jetzt müssen wir wieder wach bleiben. Bis ja, mich dann ist das halbe Jahr schon rum, das war jetzt in der Anfang. Wir waren bei der zweiten Sprache. Ja, und jetzt ja, soll genau. Ja in bei uns, in Seeland, deswegen haben sie es ja auch so genannt, ja. Also dass da Leute herkommen, weil die Begründung war, dass kein Mensch auf diesem Planeten Baden-Württemberg aussprechen kann. Also nicht die Engländer, Baden-Württemberg, da brichst du einen ab. Leute, wenn du der Oettinger hörst, wie er es ausspricht. Die haben in London ein Taxi gechartert, wo sie 4 Stunden rumgefahren sind mit dem großen, gelbes, ja. The Land-Ding drauf. The Land, ja, genau. War Art Land Rover. Ja, das ist sehr, ne, also nicht mit ja. TH, sondern mit C. Sie? Verstehst du? Ja, so. Ja. Und der Kretschmann ist drin geguckt. Für den Fototermin ist er extra nachgefahren. Ich lenke dich ab, gell? Nein, no, überhaupt gar nicht. Sie, das Bild ist zum Schreien, weil er hockt hinten drin und guckt quasi nach hinten, also hockt falsch rum drin. Ja. Ja. Aber falschrum ist bei ihm ja richtig. Nein, aber die Engländer so. Fahren ja sowieso auf der falschen Seite. Kann ich mir auch linksrum ins Taxi einsetzen. Ja. Ja, du weißt ja nicht, in welche Richtung die fahren. Das kommt ist, ja noch hin. Auch in London geht es fast. Gibt es eine Geschichte von Nasruddin, wo er verkehrt rum auf dem Esel sitzt? Die sagen alle, du sitzt verkehrt rum auf dem Esel und er sagt, ich wüsste ja gar nicht, wo ich nach will. Genau. Finde ich klasse. Ja, so. Jedenfalls, diese zweite Amtssprache ist schwierig. Jetzt, wie erklärst du jetzt einem, der von außerhalb ist, wo Baden-Württemberg das Land ist? Weißt? Ja. Ich sage dann immer, das Land ist dort, wo der Oettinger kommt her. Also, wo der Oettinger herkommt. Jetzt muss ich euch erklären, wer ist der Oettinger? Gell, ich sag, ja, das ist der EU-Commissioner, also der EU-Kommissar. Gell, der war früher mal Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der Nachfolger von Erwin Teufel, also the follower of the devil Erwin. Gell? So. Gell, also du musst dann halt erklären und die Leute verstehen. Ich finde, das sollte man als Tafel hier ins Museum bringen. Ja. So in dieser Art auch der Erklärung, dass auch die Zugreiste auch das gut verstehen können. Du, das ist ein wunderbares Wort. Ist dir gerade klar, was für ein fantastisches Wort du gerade ausgesprochen hast. Ja, ja, die mit dem Zug gereist. Die mit dem Zug gereist. Aber das passt ja noch nicht, solange der Bahnhof nicht fertig ist. Ja, ja, stimmt. Ja, ja klar, da kommen also lauter Chinesen, die gereisten, weißt du, mit dem Reis, so. Mit dem Zug gereist. Also die, also ja, die Mensch, die Seitenstraße. Seitenstraße, da haben wir jetzt also, wie kann man besser aufhören? Ja, ja, natürlich, ja. Ja, also, wir erwarten jetzt einfach einen liebevollen Applaus und sagen auch schon mal Dankeschön. Mein Name ist Andreas Müller. Ja. Und das ist Klaus Württemberg. Ja, und Herr Müller-Badenmacher, ja, wunderbar. Wir wir bedanken uns natürlich auch hier beim Haus. Beim Haus der Geschichte. Ja. Genau, mit zwei und CHs. Hier auch bei dem wunderbaren Menschen, der die Technik gemacht hat. Die, auf jeden Fall. Und die Dame, die das organisiert hat. Hat alles gegangen. Super. Kaum machen wir es richtig. Schon klappt. Und natürlich bei Ihnen, die weder Kosten noch Mühen hatten hierher, also die gescheut, also Sie sind jedenfalls da, vielen Dank. Sie haben uns eine Riesenfreude damit gemacht. Ja. Also es ist schon verblüffend, wenn du mit 3 Leuten rechnest und plötzlich, also Massen. Ja, das ist wahr. Komm, bei dem Bild bitte, komm, mach noch eins, was viel, ich finde es einfach lustiger so. Wir hätten nie erwartet, dass jeder von Ihnen so zahlreich erscheint. Könnt ihr das für mich? Okay. Guck mal. Ja. Ja, man soll nicht fläzen. Man hat gesagt, bei dem durchsetzenden Sofa nicht fläzen. Das kann gar nicht. Ja, das geht ja auch gar nicht. Das ist herrlich, oder? Ist das nicht schön? Foto gemacht. Foto.
Noch ein. Nein, 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 nein. Das sind diese modernen Fotos aus den 60er Jahren. Guck mal, die sind. Okay. Und stand noch großartig. Nichts aus der Ausstellung entnehmen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das ist noch mit Schwarzpulver, oder wie sind die Dinger gemeint? Weißt du, wo die so explodiert sind? Ach so, sind, wo der Licht Blitz hat. Nur einmal gegangen ist. Ja, ja, wo man sagt, Mensch, warum hat Meier da noch funktioniert? Ne? Wieso stehen die Fotos alle da, haben ja keinen dabei, oder was ist da? Schon weil da das Licht kommt. Ja, ja, dann. Schon ein Foto, ja, auf, ne, da Foto. Rummachen. Foto. So. So. So, willst du ein Foto, wo nur du auf dem Sofa sitzt? Nein, wieso? Nicht, weil sonst hätte ich mit dir jetzt ein Selfie gemacht. Ach so. Also, dass sie euch mit mir oder mit dir, so, du kannst auch umgangen. Du willst jetzt das Sofa verkommerzialisieren. Gut, also wir wären jetzt im Grunde genommen. Ja, wir wären zu weit. Genau. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Genau. Und kommt gut heim. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Und bleiben uns gewogen. Und man hört sich und man sieht sich. Und bleiben Sie bitte so gut aussehen. Sie wissen gar nicht, wie angenehm das ist, ja, wenn du da Nein sprechen musst und man sieht ein schönes Gesicht. Ich kenne Gegenden, da willst du nicht auftreten. Das sage ich dir. Das ist belastend. Ja. Vielen Dank. Dankeschön.